Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 17. Oktober, zumindest gefühlt. In Wirklichkeit ist der 17. August. Jetzt kommt gerade mal so ein bisschen die Sonne durch. Ansonsten haben wir hier Herbststürme, schwarze Wolken, die am Himmel rasen. Also typisches Herbstwetter im Prinzip. Der Herbst hat jetzt doch sehr früh angefangen. Wahrscheinlich wird es sogar noch mal im September oder Oktober schön, aber leider bringt das natürlich keinen verlorenen Sommer zurück, weder gefühlt vom Gefühl her noch für die Ernte und die Natur. Jetzt gucke ich mir mal die Kartoffeln an. Ich hatte ja 6 in die Erde gesteckt. Mal gucken, wie die diesen schrecklichen Sommer hier überlebt haben. Das Laub ist abgestorben mittlerweile. Das waren Bio-Kartoffeln aus dem Supermarkt, ohne speziellen Namen. Und jetzt schaue ich mal, ob Wühlmäuse dran waren vor allem und überhaupt, wie die sich vermehrt haben. Ich kann das hier überhaupt nicht abschätzen, weil auch nichts rauskommt. Ich habe die sehr tief gesetzt, sehr nochmal angehäufelt. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Die ist natürlich auch so geeignet. Das ist so spitz. Ich habe mal grob durchgezählt, sind fast 60 mit den Kleinen zusammen. Da sind ja sehr große dabei. Also die größte, das ist eigentlich ja, das ist die hier. Also es hat sich schon verzehnfacht, kann man sagen. 6 Kartoffeln waren drin, hätte ich gar nicht gedacht. Und keine einzige angefressene. Leider habe ich am Anfang ein paar verletzt mit der Mistgabel. Habe dann den Dreh rausgekriegt, nicht mehr so gerade reinzustechen, sondern eher schräg. Aber hier zum Beispiel, das ist echt schade, weil die kann ich nicht mehr lagern, die muss ich gleich essen. Ich finde das schon enorm für 6 Kartoffeln. Es gibt ja Leute, die haben einen ganzen Acker voll. Die müssen ja hunderte von Kartoffeln da rausholen. Also mir, sag mal, für den ganzen Winter wird es nicht lang. Ich bin ja auch nicht immer alleine. Esse das ja nicht alleine immer. Aber mehr als 20 Kartoffeln würde ich nicht in die Erde stecken. Weil jeden Tag Kartoffeln essen, das würde mich ja natürlich auch wahnsinnig machen.
Also das sowieso nicht. Ich kann ja auch gar nicht so oft kochen. Ich finde das schon erstaunlich. Ungefähr, ich finde bestimmt noch welche. Ich werde jetzt nochmal nachgraben, auch das Unkraut raus. Ich will dann auch dann Lupinen draufsetzen. Ich kaufe noch im Baumarkt mal so eine, also im Gartencenter. So gibt so diese ganz großen Packungen. Das sind so blaublühende Lupinen. Ob sie noch zum Blühen kommen, weiß ich nicht. Wenn es doch noch mal milden Herbst gibt, dann kann das sein, dass sie noch mal blühen. Wenn nicht, ist auch kein Thema, darum geht es auch gar nicht. Es soll nur nicht kahl da liegen und ein bisschen die Erde noch mal mit Stickstoff anreichern. Ja, das werde ich nächstes Jahr wieder machen. Ich werde wieder 6 Kartoffeln in die Erde stecken. Das langt mir eigentlich. Also ich weiß jetzt im Moment noch gar nicht genau, wo ich die lagern soll, ehrlich gesagt. Ich muss eh so 3, 4 muss ich sofort essen, die ich verletzt habe. Ich habe ja eigentlich erst einmal jetzt hier Kartoffeln vor 2 Jahren mal angebaut. Das war da vorne, wo ich jetzt auch Blumen hin habe. Da waren die von den Wühlmäusen sehr zerfressen und da habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt, da ich auch nicht so ununterbrochen Kartoffeln esse eigentlich. Und jetzt habe ich es nochmal probiert dieses Jahr. Und ich habe keine einzige Fraßstelle dran von der Maus. Und ich denke mir, das wird sich lohnen. Ich werde das nächstes Jahr gerade tauschen. Da, wo jetzt das Brokkoli ist, werden die Kartoffeln hinkommen. Und hier, wo die Kartoffeln waren, das Brokkoli. Da werde ich jetzt nochmal, das wird auch bald rauskommen hier. Ich habe da noch ein bisschen was dran. Werde ich Lupinen aussehen. So, das war's heute mit der Kartoffelernte. Schön geblüht haben die im Übrigen auch.